06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Lukas Frenkert, ganz, ganz später 3:2-Sieg. Viel mehr Emotionen ging in den letzten Sekunden wahrscheinlich nicht, gerade für dich. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht und haben es uns am Ende dann sozusagen erzwungen. Wir haben total gekämpft und am Ende ist das 3:2, finde ich, verdient. Wie wichtig war es dann eben, obwohl man die Spielphasenweise aus der Hand gegeben hat, eben dann heute einen Lucky Punch zu setzen? Ja, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen den Charakter unserer Mannschaft. Wir geben nie auf. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wann das 2:2 gefallen ist. Ich glaube, das war auch schon in der Nachspielzeit. Und selbst dass wir dann noch an den Sieg glauben, nach 2:1 Rückstand in der 90. Ja, das zeigt einfach den Charakter unserer Mannschaft. Und dass wir uns dann am Ende damit belohnen, das ist natürlich umso besser. Du warst über das ganze Spiel auch einer, der immer noch mal versucht hat anzutreiben, auch laut gewesen ist. Dann passt es auch irgendwie für dich, dass du heute das glückliche Füßchen in der letzten Sekunde hast. Ja, doch, ich denke schon. Also ich bin froh, dass ich mal wieder von Anfang an ran durfte und auch zeigen konnte, was ich kann. Ich glaube, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Und also als Verteidiger schießt man jetzt nicht so oft Tore. Dass dann am Ende dann das 3:2 ist, ist umso besser. Freue ich mich natürlich noch mehr. Aber ja, auch wenn es ein anderer gemacht hätte, Hauptsache wir haben gewonnen. Joel Godowski, als Joker heute noch reingekommen, die Wende eingeleitet. Bist du zufrieden? Ja, ich denke, ich habe heute die erste Chance reingemacht. Ich denke, das war ein guter Kontakt. Mache ich dann auch weg. Zum Glück das 2:2 gemacht und dann haben wir natürlich alles reingeschmissen. Und ich denke, trotzdem haben wir auch verdient heute gewonnen. Wir hatten erste Halbzeit auch viele Chancen und haben jetzt verdient gewonnen. War ein dreckiger Sieg, aber nehmen wir gerne auch so mit, ja. Du hast das Spiel phasenweise von außen verfolgen müssen. Was hat gefehlt, dass man es aus der Hand gegeben hat? Ja, ich denke, das 1:1 war halt ein Einwurf, kommt irgendwie durch. Ne? Sieht immer kacke aus, aber ja, passiert. Ne? Aber wir sind zurückgekommen, haben gekämpft und ich denke, das machen wir schon die ganze Saison, dass wir kämpfen bis zum Ende. Und jetzt haben wir 3:2 gewonnen und es freut mich auf jeden Fall für die Mannschaft auch. Ja. Sascha Hildmann, wir haben auch gerade nach Heimspielen schon oft über deine Nerven gesprochen. Besser wird's nicht, aber wir bleiben dabei. Wenn so der Ausgang ist, kann man es noch akzeptieren. Also wenn es aber immer so ist, glaube ich, werde ich keine 50. Schaffe ich nicht. Wir haben heute uns das Leben wieder mal wirklich selbst schwer gemacht. Wir hatten die ersten Hälfte wirklich eine sehr gute Spielanlage. Wir hatten unsere Torchancen. Du musst die halt einfach reinmachen. Wir führen 1:0, dann musst du das zweite hinterher und dann kriegst du einen saudummen Ausgleich durch einen Einwurf. Ja, und dann ist die zweite Hälfte, verlierst ein bisschen den Faden, hast nicht mehr diese Qualität der ersten Halbzeit, kriegst einen Elfmeter, liegst 2:1 zurück und dann wird es aber auch nicht mehr gut. Dann haben wir zu umständlich gespielt, auch etwas zu langsam im Kopf. Trotzdem musst du immer dran glauben. Ich sage, das ist mein Lieblingsspruch, es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und heute war es halt einfach geil, dass wir dann innerhalb von 3 Minuten Nachspielzeit 2:2 und dann 3:2. Ich glaube, wenn hier heute 5.000 Zuschauer gewesen wären, die wären aus dem Sattel gegangen, hätten sich gefreut und gefeiert. Und ich war voller Adrenalin gerade und ich finde es einfach stark. Freue mich einfach. Du bist selbst ja sogar noch bis zur Eckfahne gesprintet, hast noch einen Ball auf der Tribüne gejagt. Kann so ein Sieg der Mannschaft auch insgesamt einfach nochmal einen Push geben? Ja, das natürlich, das hoffe ich doch, weil ich habe in der Pressekonferenz vom Spiel schon gesagt, wir haben diese Woche eigentlich so gut gearbeitet, auch in der Pause. Und ich hatte fest mit einem Sieg gerechnet, weil ich so überzeugt war von uns. Und dann sieht man mal wieder, wie schwer der Alltag dann wieder ist und wie schwierig das dann sein kann. Und Köln hat es uns verdammt schwer gemacht, immer gut gegen den Ball gearbeitet, mutig nach vorne gespielt, aber hoffe ich trotzdem die Jungs, dass sie jetzt einen Schwung mitnehmen und das auch mal genießen. Aber wie gesagt, es ist halt total trist, dass hier keine Leute sind, die das müssen mit dir teilen. Max Schulze News, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Hattest du die Zahl auf dem Schirm? Tatsächlich habe ich unter der Woche irgendwann einen Anruf bekommen. Bis dahin war es mir tatsächlich selber nicht klar. Dann heute hättest du den Nachmittag wahrscheinlich ein bisschen ruhiger gewünscht, aber 3 Punkte nimmt man doch zur Belohnung dann mit. Genau, also jetzt letztendlich, wie das Spiel gelaufen ist, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Klar, mit einem 0:0 wär's für mich natürlich noch schöner gewesen, aber so bin ich wirklich richtig, richtig glücklich, dass wir die 3 Punkte noch geholt haben. Dann kurze Quizfrage für dich. 200 Spiele hast du jetzt gemacht. Wie viele davon 0:0? Boah, das ist eine gute Frage. Das habe ich so nicht auf dem Schirm. Der Statistiker bin ich nicht. Schwer zu sagen. 71 sind's. Wie hast du das Spiel am Ende verfolgt? Ich meine, hast du durchgehend dran geglaubt, dass man dieses Ding noch über die Linie kriegt in den letzten Sekunden? Ja, also ich glaube, nach dem Ausgleich, da waren wir schon am Drücker, haben vorher schon eine gute Chance noch. Aber ich glaube, insgesamt vom Spiel, wir haben viele Chancen gehabt, auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, dass es hinten raus überhaupt so eng wurde, dass wir da einfach die Chancen nicht gemacht haben.